Das war für mich das erste Mal, so ein Studio zu bauen. Herr Gottschalk, den haben wir ja nur auch schon getroffen, war ja auch was Besonderes. Haben wir ein Foto machen lassen mit ihm, als Beweis für den Chef. Ja, war ganz locker drauf, war gut. Ja. Anstrengend war es nicht, aber es war stressig, weil alles innerhalb von kurzer Zeit fertig werden musste. Weil wir nur 3 Wochen Zeit hatten zum Installieren, was eigentlich normalerweise 6 Wochen benötigt hätte. Also wir von der Klimaseite, wir sind fertig. Jetzt, was jetzt die Trockenbauer und die Elektriker, weiß ich nicht. Musste die fragen. Start now? Yes. Okay, go ahead. Okay. Das waren im Prinzip alles mal gedachte Büroräume. Bis hier vorne hin. Hier vorne war mal eine gedachte Wand drin gewesen. Und das sollte hier hinten mal alles, wo jetzt das Studio ist oder eingerichtet wird. Das war eigentlich mal so gedacht als Konferenzbereich. Das war nur völlig roh gewesen, die Decke. Ja. Hier waren normalerweise Büros vorgesehen gewesen, ganz normal. Die Wand wurde hier entfernt und da steht jetzt die Glaswand. Das wurde im Prinzip jetzt noch geändert. Und der Boden war mal tiefer, oder? Nee, hier nicht. Da, ja. Hier wurde aufgestellt, also hier wurde der Boden erhöht. Das ganze Ding und mit gewissem Aufwand auch haben sie es geschafft, das Parkett dann richtig rumzukriegen. Das war ja auch schon so ein Highlight gewesen. Ein regelrechter Stand, die Jungs haben echt leid getan hier, die Parkettleger nachher. Was war denn los mit dem Parkett? Da gab es irgendwelche Probleme. Falsche Farbe. Also alles rein. Und das Dumme war gewesen, man musste über die 4. Etage machen. Weil von hier vorne kann man dann nicht so absperren. Alles über den Hof, 4. rüber, alles hier runter und nachher alles nochmal runter, raus. Und dann nochmal alle 3. Aber übersehen, hat geklappt. Alles fertig geworden.